Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Jubilare, liebe Gemeinde, Diamanten, Gnadenkonfirmation, ein Anlass, auf einen längeren Weg zurückzublicken, eine Feier miteinander zu tun. Aber auch wir als Gemeinde nehmen daran Anteil. Jeder von uns hat auch, vielleicht nicht heute Jubiläum, aber auch einen Blick zurück zu tun, was in der vergangenen Zeit seit seiner Konfirmation auch passiert ist. 60, 70 Jahre. Ja, was bewegt einen? Je älter ich werde, bewegt mich das mit. Ich habe es vorhin in einem kleinen Kreis schon gesagt, nächstes Jahr habe ich goldene Konfirmation. Dann habe ich auch schon mal geguckt, wann wird der Termin sein. Ich habe dort mal angerufen, weil mein Vater früher dort Pfarrer war, der hat mich konfirmiert. Und dann merke ich schon, wie meine Gedanken gehen, Klassenkameraden, die damals zusammen waren. Ich weiß, wo das Konfirmandenbild ist, werde ich da überhaupt noch jemals wiedererkennen. Aber jetzt fand ich es interessant, jeder von Ihnen ist woanders konfirmiert worden. Also der Jahrgang ist quasi nicht mehr da. Ja, das ist eine Entwicklung, die wir auch von Jahr zu Jahr stärker merken. Es verändert sich vieles. Und wenn man längere Zeit in einem Ort nicht gewesen ist, dann staunt man darüber, was alles neu ist. Manche Gebäude, die man kannte, sind abgerissen, andere sind neu hinzugekommen. Es verändert sich ständig. Es bleibt nicht so, wie es ist. Aber auch wir verändern uns, wir Menschen verändern uns. Wir sind nicht mehr die 14-Jährigen von damals. Wir haben andere Lebensträume oder haben sie vielleicht schon gelebt, haben andere Ziele als damals. Aber was wir mit Sicherheit haben, so geht es mir zumindest, ist ein anderes Zeitgefühl. Also als 14-Jähriger dachte ich schon, die 25-Jährigen, die sind alt. Wenn man 25 ist und zurückblickt, dann denkt man, die sind aber jung. Und wenn man jetzt dann über die 60 gegangen sind, dann denkt man, na, die sind ja sehr jung. Also Zeitgefühl, wie viel sind 30 Jahre, wie viel 60 Jahre? Man muss es erlebt haben, um ein solches Zeitgefühl zu haben. Ja, und Jubiläen sind auch Anlass für Besinnung, für Nachdenklichkeit. Und ich finde es gut, dass wir heute einen Gottesdienst feiern, dass wir nicht dem rasenden Terminkalender geschuldet sind, was Berufstätige vor allem erfahren, sondern auch Ruheständler sind sehr im Stress. Sie kennen vielleicht den Spruch, seit meiner Rente frage ich mich ständig, woher hatte ich nur jemals die Zeit, um arbeiten zu gehen? Da kann ich noch nicht mitreden. Aber ich erlebe einige Kollegen, die im Ruhestand sind. Besinnen, dazu muss man sich eine Auszeit nehmen. Die wollen wir uns jetzt einfach nehmen. Eine Auszeit im Gottesdienst nach unserem Schöpfer und Erlöser auch zu fragen. Wir singen miteinander Lieder, sprechen Gebete und besinnen uns auf Gott. Ich kenne sie nicht und ich kenne ihre Geschichte nicht. Ich vermute, dass einige den eingeschlagenen Weg der Konfirmation von damals weitergegangen sind. Andere hatten vielleicht Schwierigkeiten, am persönlichen Gott festzuhalten. Manche Erlebnisse waren vielleicht schwierig. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das ist sicherlich Stoff für viele Gesprächsabende, die wir heute im Gottesdienst nicht leisten können. Aber besinnen wollen wir uns auf einen Text. Ein wunderbarer Text, der uns durch den Propheten Jesaja gegeben ist, im 41. Kapitel, dort Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. In diesem Text sind zwei Aufforderungen und fünf Zusagen. Jetzt haben Sie die Gliederung meiner Predigt erkannt. Ich will zuerst zu den Aufforderungen kommen. Fürchte dich nicht und weiche nicht. Die Zusagen, ich bin mit dir, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Die erste Aufforderung, fürchte dich nicht.
haben Sie vor etwas Furcht, vor etwas Angst? Oder gehören Sie zu den Menschen, die furchtlos sind? Nichts kann Sie erschüttern, nichts kann Sie tangieren. Ich meine jetzt nicht, sich um etwas zu sorgen. Sich um etwas zu sorgen, müssen wir ständig machen. Also mir geht es so, ich bin selten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, mit dem Zug, aber wenn ich nach Hamburg muss, dann hoffe ich doch, dass ich den Anschluss kriege. So, das sind Sorgen, aber ich habe keine Angst, dass ich Hamburg nicht erreiche. Also diese Unterscheidung möchte ich schon treffen. Aber was macht uns Angst? Gibt es etwas, was in Ihrem Leben Sie umtreibt, wo Sie Angst haben? Manche vielleicht haben Angst vor der letzten Krankheit. Wenn es eben gesundheitlich nicht mehr so weitergeht, wie man das gewohnt ist. Andere, die berufstätig sind, haben vielleicht Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes. Oder sie fürchten den Verlust um eines lieben Menschen. Andere fürchten die unmittelbare Zukunft. Die letzte Generation fürchtet den Untergang der Welt. Furcht, das ist die Erfahrung, lähmt. Wenn wir für uns vor etwas fürchten, dann sind wir nicht mehr so handlungsaktiv, dann sind wir Gelähmte. Große Furcht macht atemlos. Das habe ich erfahren, als meine Frau im Sterben lag und ich Angst bekam, dass sie stirbt. Das nimmt einen den Atem. Große Furcht macht atemlos und Todesfurcht kann sogar ersticken. Fürchte dich nicht, heißt der Satz. Und ich möchte auf die größte Furcht eingehen, dass sie eigentlich die Todesfurcht ist. Alles andere sind sozusagen Facetten, die man leichter im Griff kriegen kann. Aber die Todesfurcht ist wohl die größte, die man haben kann. Und auf diesem Hintergrund möchte ich den Vers, die Zusage, die Gott uns durch den Propheten Jesaja gibt, hören. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst davor. Hab keine Angst vor der Todesfurcht. Fürchte dich nicht. Das klingt wie tröstende Worte einer Mutter. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Und genau das sagt Gott. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Als Kind spürte ich ganz genau, wenn meine Mutter sowas gesagt hat, sie ist da. Das vermittelt Geborgenheit, das vermittelt Sicherheit. In der Gegenwart meiner Mutter, ja, sie ist stärker als das Problem. Das war immer so. Sie wird es schon richten. Oder der Vater. Und so heißt es auch beim Propheten Jesaja im 66. Kapitel, Vers 13. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist Gott, der uns tröstet, der mit uns geht. Fürchte dich nicht. Du brauchst die Angst nicht haben. Wir haben einen großen Gott. Ja, wir Menschen, wir spüren, dass das immer wieder hochkommt, dass diese Angst vor dem Sterben uns begleitet, weil wir ja natürlich auch gerne leben. Viele gehen damit um, indem sie es verdrängen. Und das ist wie so ein Staudamm. Dann baut sich da immer mehr etwas auf. Nein, Martin Luther hat einen wunderbaren Rat gegeben, hat gesagt, solange wir leben, sollen wir uns mit dem Sterben auseinandersetzen. Aber wenn es dann soweit ist, sollen wir auf Christus, auf das Kreuz sehen, hat er gesagt. Manche sind dann sehr unternehmungslustig, wenn sie merken, dass ihre Zeit schneller dahin rinnt, als sie es eigentlich wollten. Ich habe vor einigen Jahren einen Mann beerdigt, da sagten mir die Angehörigen, der war davon überzeugt, 100 Jahre alt zu werden und hatte vor kurzem erst sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert und hat in die Geburtstagsgesellschaft groß verkündet, dass er 100 Jahre alt wird. Ein paar Wochen später ist er verstorben. Wir wissen nicht, wann unsere Stunde schlägt und das ist gut so. Aber wenn wir wissen, dass Gott mit uns ist, dann brauchen wir keine Furcht haben. Dann wissen wir, dass das Leben mit uns ist, der Auferstandene mit uns ist. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, sagt Psalm 90, Vers 11. Auf der anderen Seite kann ein ständiges Nachdenken einen auch in den Wahnsinn treiben. Da sollte man auch ein bisschen gelassen sein und manches auch aus der Hand geben.
Ich halte viel von biblischem Nachdenken. Biblisches Nachdenken ist für mich ein Nachdenken, wo wir Gott mit einbeziehen, wo wir ihn nicht außen vor lassen. Wo wir sagen, Gott, du bist mit mir, darin will ich mal festhalten. Folgenden Satz in meinem Konzept habe ich mir eingerahmt. Wir kommen jetzt in einen Kernvers. Der lautet: Wir können die Angst vor dem Sterben nur durch die Nähe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus überwinden. Wir können die Angst vor dem Sterben nur in der Nähe zu seinem Sohn Jesus Christus überwinden, weil er den Tod für uns überwunden hat. Weil er der Auferstandene ist. Und wenn wir auf ihn sehen, dann kann die Todesfurcht weichen. Ich habe das aus meiner Erfahrung schon mal in einer anderen Predigt erwähnt, wie mir das sehr geholfen hat in der Todesangst, in einem Gottesdienst, wo ein großes Kreuz ähnlich wie hier war, zu sehen und mich an die Worte von Martin Luther erinnert hat. Martin Luther, der gesagt hat, wenn wir auf den Tod schauen, dann sind wir wie ein Kaninchen vor der Schlange. Das Kaninchen könnte weglaufen, aber es erstarrt vor der Schlange. Hat die Schlange leichtes Spiel. Da sagt er, so sollen wir nicht sein. Wir sollen wegschauen vom Tod, wir sollen auf das Kreuz hinschauen, was Christus für uns getan hat. Und das habe ich getan und habe das erfahren in meinem Leben, dass die Todesfurcht abgefallen ist. Ja, das Kreuz ist darin stark. Der Auferstandene ist mit uns. Wir glauben nicht an einen toten Gott, sondern an einen lebendigen Gott. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Als die Jünger im Boot saßen mit Jesus und der Sturm losbrach, da hatten sie solche Angst, Todesangst, und Jesus schläft. Und dann müssen sie ihn sogar wecken. Herr, hilf, wir kommen um. Die haben niemals daran gedacht, dass er ja auch irgendwie umkommt und auch Sorgen haben sollte. Sie hatten da jedenfalls dieses Problem. Und Jesus steht auf und sagt, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Habt ihr nicht begriffen, wer ich bin? Ich bin mit euch. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern und immer wieder daran festhalten. Wir haben einen Gott, der mit uns ist. Oder wie die Jahreslosung sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das bei so vielen Milliarden von Menschen. Wir müssen der Angst das Vertrauen in Jesus Christus entgegensetzen. Es gibt eine zweite Aufforderung, die heißt, weiche nicht. Und der Zusammenhang, wenn man das liest bei Jesaja, ist klar, es geht um das Weichen vom Wort Gottes. Wo Gott durch den Propheten sagt, weicht nicht von dem, was Gott euch gegeben hat. Das Wort Gottes, seine Weisung sind wichtig, sind Leben für uns. Israel soll nicht vom rechten Weg abweichen. Nun, wer von uns ist vollkommen? Wer weicht nicht ab? Aber es ist eine Gnade, dass wir wieder aufstehen dürfen, dass uns vergeben wird. Das Schlimmste wäre zu erkennen, dass man abweicht und sagt, ist mir doch egal. Das wäre nicht gut. Deshalb weiche nicht vom richtigen Weg. Diese Verheißung, ich bin mit dir, hängt auch mit dem Nichtweichen zusammen. Das sind Dinge, die auch zusammengehören. Ich möchte das mal so deutlich machen. Stellen wir uns mal vor, es regnet und Sie haben einen riesigen großen Regenschirm, etwas größer als normal. Und da kommt ein Bekannter, kein Freund, aber ein Bekannter kommt, sieht Sie mit dem großen Regenschirm in dem Regen, hat keinen Schutz und fragt, ob er mitgehen kann. Und Sie sagen natürlich ja. Und mit dem Regenschirm schützen Sie ihn vor der Nässe. So. Wenn er jetzt aber sagt, ich will dahin, ihr Weg führt aber dahin, und er verlässt sie, dann verlässt er auch den Schutzraum. Solange er bei ihnen ist und mit ihnen geht, ist er geschützt vor dem Regen. Solange wir mit Gott gehen, ist er bei uns. Wenn wir ihn aber verlassen, dann stehen wir im Regen. Wie heißt es im Psalm 23, Vers 4? Und ob ich schon wanderte durch das Zalmavet, das ist das Tal des Todesschatten, das ist nicht nur das finstere Tal. Zalmavet ist das Tal, wo der Tod seinen Schatten wirft. Das ist dieser Psalm, in dem der König David sagt,
Und wenn ich schon wanderte durch dieses Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wir müssen kein Unglück fürchten, wenn Gott mit uns geht. Denn dann geht der Starke mit uns. Wenn wir davon weichen, dann sind wir schutzlos. Und Gott folgt nicht allen unseren Wegen, aber er sieht uns und er geht uns nach. Das ist ja die wunderbare Geschichte, auch die wir in Lukas 15 vom verlorenen Sohn haben. Weiche nicht. Es ist schön, dass Sie das Jubiläum wahrnehmen, dass Sie nicht gewichen sind. Halten Sie durch. Es gibt noch weitere Zusagen. Ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Das könnte ich jetzt alles durchgehen, aber im Prinzip, glaube ich, haben Sie schon die Richtung erkannt, die ich gerne einschlage. Diesen Vers kann man sich an die Küche, an den Kühlschrank ranmachen oder an den Spiegel im Bad, sich immer wieder daran erinnern. Ich bin mit dir, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Das ist die Zusage unter dem Regenschirm, den Gott uns gibt. Liebe Jubilare, ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben und die Erfahrungen, die noch kommen werden, unter diesem Schutzschirm Gottes sind in seiner Gegenwart. Und wenn mal ein finsteres Tal kommt, dann denken Sie dran. Wir haben einen Gott, der uns nicht verheißen hat, dass es immer Sonnenschein gibt. Aber er hat uns verheißen, mit uns zu gehen. So habe ich das erfahren und so haben Sie sicherlich auch in Ihrem Leben erfahren und so dürfen wir es auch festhalten. Amen.